weil das vermeidet einfach so einen Schusseligkeitsfehler, ne? Wenn das Seil nicht richtig drin ist. Und ist jetzt, wenn die Hände schwitzen oder was? Nee, ja, dieses Chalk, genau, das ist, wenn die Hände nass werden. Das ist probieren wir natürlich schon mal. Das ist leicht, nicht zu schwitzen. Das kenne ich aber auch. Wenn ich Ruten habe, die eigentlich zu schwierig sind. Warum hängen die Dinger so ganz hinten? Da kommt ihr doch gar nicht dran. Eher besser an der Seite. Ne? Ja, aber du hängst ja beim Bobs nach unten, also hängen die immer noch da. Achso. Also die richten sich ja nach der Schwerkraft. Ja. Jetzt muss die Kraft lang hin. Ja. Ja, die schwarze Kraft liegt. Aber ich glaube, es ist gerade noch. Bei wem? Meinst du? Oh. Als ich die Schwarze hier unten lang geklettert bin, hat ein Publikum hier die halbe Halle zugeguckt. Das war toll. Das sieht auch spektakulär an. Da unterm Dach entlang ist, das sieht einfach toll. Oh, Wahnsinn, da zu halten sich. Oh. Gut, Volker, prima, weiter. Gut, Sohn. Jawohl. Wohin bist du gekommen? Das ist hier am Wieso ruft er immer Zug? Jetzt eine Kurzauszug. Der Matthias macht jetzt das Seil dicht, dass es nicht nachlässt. Ach so, da kann er sich ein bisschen ausruhen. Da kann er sich mal kurz die Hände ausruhen. Weil der Matthias muss ihm immer Seil geben, damit er das Seil durchziehen und in die nächsten Sicherung hängen kann. Ja, ja. Dafür braucht er ein langes Seil. Ja, ja. Dann muss der Matthias nachgeben. Und jetzt